Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in TS Classic. Ich habe mir von Just Trains die U1 von der Hamburger Hochbahn geholt und dachte, wir schauen uns das mal an, fahren die Strecke einmal ab und ja, schauen, ob sich das eigentlich lohnt, denn die Strecke ist doch ein bisschen teuer mit $42, aber es macht einen recht guten Eindruck. Eine kleine Testfahrt habe ich bereits gemacht, bin einen Teil der Strecke gefahren, noch nicht das Ganze. Heute schauen wir uns die ganze Strecke an. Und ja, schauen, was das Add-on so zu bieten hat. Momentan, zum Zeitpunkt der Aufnahme, kann man nur den DT5 fahren. Das ist der, den wir jetzt hier gerade sehen. Aber es ist geplant, dass man mit einem Gratis-Update dann auch den DT4 fahren kann. Ja, die ganze Strecke ist in Zusammenarbeit mit der Hamburger Hochbahn bastelt worden. Es soll halbwegs authentisch nachgebildet sein. Und das, was ich von den Stationen her schon gesehen habe, sieht auch wirklich gut aus. Und auch der Triebwagen ist super umgesetzt. Wir haben hier auch Anzeigen, die funktionieren. Wir sind die U1 mit Norderstedt Mitte über Volksdorf, Hauptbahnhof Süd, Jungfernstieg. Auf Jungfernstieg Stieg freue ich mich schon. Lattenkamp Ohlsdorf fährt sofort, also bald mal ab. Und hier bitte nicht einsteigen, da kommt dann ein Kollege vorbei. So, schauen wir uns doch mal den Triebwagen an. Eben von außen haben wir schon gesehen, das ist eine schöne Lackierung, die offizielle. Und ich glaube, das sind 3 Zugpaare hier, die jetzt gekoppelt sind, oder? 1, 2, 3 aus je 3 Wagen. Und ich würde sagen, wir gehen mal in einen rein. Vielleicht in den hier. Das ist der Führerstand. Da ist jetzt momentan halt natürlich nichts los. Hier der Fahrgastbereich. Inklusive ein Streckenplan. Den man nicht wirklich lesen kann, ist aber egal. Der Rest von dem Interieur ist schön gemacht. Gibt ein paar Bilder von Hamburg. Fahrgastanzeige, aber die bleibt bei mir irgendwie immer schwarz. Dann natürlich unsere super schönen Menschen hier drin. Was ich organisiere, Hamburg Unterwelt. Ich hole die Autos von den Straßen. Hochbahnwerbung also. Ja, schön. Du schaust ein bisschen creepy aus. Alles klar. Du auch. Oder die anderen Wagen wiederholt sich das Ganze. Ja, gut. Ich würde sagen, also das ist hier ein Endpunkt von der U1. Ich bin jetzt die längste U-Bahn in ganz, also die längste U-Bahn-Linie in ganz Deutschland. So. Wir gehen in den Führerstand. Machen die Pause mal kurz weg. Pause kurz wieder rein. Weil ich möchte dann nach Fahrplan fahren. Um 12:19, also wir sollten jetzt dann gleich mal die Türen aufmachen. Das ist unser Führerstand. Noch dunkel. Können hier rausschauen. Und wir haben dann auch eine Kameraposition hier hinten drin, aber das zeige ich euch dann später. Ist eigentlich soweit schön gestaltet. Und dann schauen wir, was wir doch hier haben. Hier mal die Türsteuerung, Ansagen-Button. Hier kommt dann ein Videobild rein, beziehungsweise Standbild hatte im Spiel. Damit man hier überwachen können, dass die Leute auch sauber ein- und aussteigen. Und das Coole ist, es ist bei jeder Station das passende Bild drin. Also es ist nicht so, dass es wie bei anderen Strecken einfach wiederholend ist. Das ist ziemlich cool. Da geben wir unsere Zugnummer ein und Linieninfo etc., damit die Zuganzeigen vorn passen und auch die Ansagen. Und dann haben wir hier die Zugsteuerung an sich. Ich würde sagen, wir tun mal hier aufrüsten. Machen wir mit dem Schlüssel hier. Und tun uns hier mal kurz anmelden. Also der braucht noch einen Moment. So, das erste, was wir hier machen, ist auf Übernahme klicken. So, da. Und jetzt müssen wir uns anmelden hier. Zugnummer ist 421222, Zielnummer 01. Fahrer-ID können wir uns irgendwas ausdenken. Und bestätigen. Das war's. Und dann Tür dann aufmachen. So, was können wir denn hier alles so Schönes machen? Wir haben hier so einen Alarm-Button, wo wir Alarme sehen, Störungen. Was ist jetzt natürlich drin? Infomeldungen, Status vom Zug. Dann können wir hier mit den Zugansagen hier spielen. Da können wir zum Beispiel irgendeine Sondersache machen. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, Sonder. Mal übernehmen. Zugzielanzeige. Zeigt er das jetzt auch an? Nee.
Übernehmen. Ah, jetzt hat er es gemacht. Bitte nicht einsteigen. Was haben wir hier noch? Das wäre hier zurück. Stationen. Okay, da könnte man dann hin und her schalten. Übernehmen. Okay. Wir gehen mal auf die Grundeinstellung. Hier haben wir noch Vorderraum, Licht ein- und ausschalten. Vorgastraum können wir nichts einstellen. Dann haben wir hier Scheibenwischer. Können wir hier den Modus umschalten. Gibt sogar Scheibenheizung. Funktioniert aber hier nicht. So, eins zurück. Dann können wir hier noch Temperatur einstellen, rein theoretisch. Ist aber nicht umgesetzt. Dann bei Traktion können wir hier vor- und rückwärts einstellen. Wir können hier die Höchstgeschwindigkeit einstellen. Schneller fährt dann der Zug nicht, je nachdem, was wir hier einstellen. Da entspringt dann entsprechend auch die Nadel hier. Wir lassen das auf 80. Dann, was haben wir hier? Videoeinstellung. Da lässt sich aber auch nichts machen. Und Parameter. Hier kann man auch nichts anmachen. Ich meinte, man kann hier aber die Sonderansagen machen. Weiß gerade nicht, wie es funktioniert. Ja, jedenfalls zu dem mal Ganzen. Ich glaube, hier kann man noch Downsets machen, wenn die Tür offen ist. Dann heißt es einsteigen, bitte. On. Und das ist in Orb. Alles klar. Nachdem wir jetzt schon zu spät sind, werde ich das Szenario nochmal ganz kurz durchstarten. Und dann fahren wir. Und ich hoffe, dass ich dann halt halbwegs in der Zeit fahre. Also, bis gleich. Und da wären wir auch wieder im Spiel. Ich habe die Lok mal schnell aufgerüstet, also beziehungsweise den Triebwagen. Und jetzt funktioniert das auch gerade mit der Ansage hier. Einsteigen bitte. Und das sind die Fahrgastansichten. Mir eine da hinten, eine so seitlich und auch da. Das sind so die ganzen Ansichten. Mehr hat man hier nicht. Kann man jetzt die Wagen durchschalten. Sind wir theoretisch auch bei uns ganz vorne. Mal kurz schauen. Ja, genau. Da sehen wir uns dann selber hier. Cool. Lichter sind an, Türen sind offen. Gleich geht's los. Und dann hoffe ich, da fahre ich halbwegs gut. Hier drin gibt's nicht wirklich. Ja, gut. Hier haben wir noch die Haltestellennummern. Eigentlich auch noch ganz cool, dass man das hier drin hat. Ja. Focus Cams halt. Bei der nächsten Station sehen wir dann hier ein Bild. Und Türen, Fenster können wir hier nichts machen. Ja, ist aber auch egal. Ja, von der Steuerung ziemlich einfach. Wir haben hier den Multihebel. Beschleunigen, bremsen. Mehr muss man eigentlich nicht machen. So, darf ich jetzt dann langsam mal abfahren? Endhaltestelle ist für uns da. Ja, genau, Nordstedt Mitte 1. Um 13:46 Uhr sollte man da sein. Muss ich echt ein bisschen an meinen Hamburg-Urlaub denken. Ah, da bin ich auch mal kurz mit der gefahren. Aber nicht die ganze Strecke. Ich bin mal gespannt. Ist ein komplett neues Erlebnis für mich. Also die nächsten drei Stationen, die kenne ich jetzt vom Anzocken, aber mehr kenne ich jetzt auch noch nicht von der Strecke. Wird vermutlich grandios zu spät ankommen, weil ich einfach kein guter U-Bahn-Fahrer bin. Und da geht die Tür zu. Und wir düsen. Ausfahrt hier mit 50. Und beschleunigt eigentlich ganz gut. Nächster Halt, Kikut. Und dann dürfen wir hier 80 fahren.
12:23:35. Sollte man die Türen aufmachen. Das ist ein sehr enger Fahrplan. Und da kommt da schon das Bild. Und hier bei der Haltetafel sollen wir anhalten. Gut. Ja, mal ganz kurz draußen und machen mal kurz auf Pause, denn ich will mal hier kurz was anschauen. Es sieht ganz so aus, als hätte es hier einen zweiten Bahnsteig gegeben. Ja, es passt auch da zur Brücke. Und dann hat man sich entschieden, das hier aufzulösen. Hat es vermutlich nicht gebraucht. War ein schönes Stationsgebäude. Gefällt mir. Bitte achten Sie auf das Ziel am Zug. Fährt sofort. Hab ich was falsch eingestellt? Ne, U1 nur der Stadtmitte. Alles klar. Pause wieder raus. Und dann geht es dann auch schon zügig weiter. Das sieht noch im echten Bild aus. Oder ist das im Spiel? Oh, ich glaube, das ist im Spiel. Ich weiß nicht, ob das okay ist, wenn man hier ganz am Anfang schon auf 100% reingeht, weil die Beschleunigung ist halt schon nicht ohne. Aber da sehen wir gleich quasi die Geschwindigkeitsabregelung. Bis 80 hinter oder beschleunigen. Und dann nimmt das Gas weg, beziehungsweise bremst, wenn wir dann zu schnell werden. Also für Mittag ist hier ein bisschen dunkel. Und eine Beschränkung von 50 hier. A ist quasi der Anfang von dieser Beschränkung. Auf 26 stehen, sollen die Türen aufgehen. Ja, das mache ich ja gar nicht mehr so schlecht. Hochbahn Hamburg, ich fahr gerne mal für euch. Aber das wär's doch mal, von der Hochbahn eingeladen zu werden. Zum mal reinschnuppern. Dann gehen wir mal ganz kurz raus. Da, DT4. Und der soll demnächst auch mal kommen zum Fahren. Hey, du hast da sogar eine Anzeige, die funktioniert. Bei uns ist hier... Ah, jetzt? Bei uns dort auch. Hat noch ein bisschen gedauert. Na, da steht in Mitte. Ob da noch mehr gezeigt wird? Sehe ich das? Ah, in der Ansicht sehe ich das nicht. Warum sehe ich das in der Ansicht nicht? Ah doch, da hinten. Warum ist das nicht überall an? Naja. Arnsburg Ost, 12:28:35. Bringen wir hin. Nächster Halt, Arnsburg Ost. Ja, ein bisschen zu schnell, hat keiner gesehen. Thank you.
Aber schöne Strecke da so in der Natur. Und rein von der Performance her, läuft jetzt durchgehend bei 60 FPS. Mal schauen, wie es dann aussieht, wenn wir in der Stadt sind. Das sieht auch so nach einer Station aus, was mein zweites Gleis hatte. Oh, ein bisschen zu spät. 30 Sekunden. Schauen wir uns auch hier mal ganz kurz um. Ja, doch, sieht schon so aus, als wenn hier noch Bahnsteig gewesen ist. Da haben wir jetzt hier den Anschluss für den Lift hier gemacht. Barrierefreier Zugang. Ja, ja, doch. Hier hat es mal was Zweites gehabt. Ja, schön gestaltet hier. Man hat keine Zeit zum Angucken hier. Nächster Halt, Ahrensburg West. Zwölf einunddreißig. Türen auf. Sportlich. Ich dürfte jetzt schon mal drüber wetten, mit wie vielen Minuten Verspätung ich bei der Endstation ankommen werde. So, 50. Und einmal 30. Wurde ich wegen dieser kleinen S-Kurve da. Wunderbar. Ausfahrt mit 50. Ja, oder ist das doch echt? Ich traue mir jetzt nicht sagen, ob das jetzt echte Bilder sind oder ob das von hier drin ist, aber es könnte schon echt sein. So, Station mal kurz angucken. Ah, wieder ähnlich aufgebaut da. Ah! Oh, lass mich doch mal das Zeugs hier anschauen. Ich weiß es auch gar nicht, wer den Triebwagen gebaut hat. Ich sehe auch keine Herstellerplakette. Na, gibt es vielleicht auch seitlich irgendwie mal was? Ja, alles muss man selber machen. Eigentlich noch relativ leise da draußen. Na, ich will seitlich. Irgendwie so.
Schön. Ja, da haben sie wirklich eine tolle Strecke ausgesucht, um da die eine U-Bahn zu machen und nachzubauen. So. Es ist halt nicht so monoton, also wenn man halt nur immer unter der Erde fährt. Man hat auch seinen Reiz, aber wenn man so ein bisschen oben und unten drin hat und gerade in Hamburg, wo man dann halt effektiv als Hochbahn dann auch noch mitfährt. Na, oh, ich freue mich schon. Um 34:30 sollten die Türen aufgehen. Anzeiger passt. Wunderbar. Ja, überschaubar hier. Aber auch da die Umgebung wieder schön gestaltet. Gut, da hat es jetzt irgendwie nicht sehr viel. Das Ganze ist natürlich auch QuickDrive kompatibel. Schreiben Sie zumindest rein, ich habe es nicht getestet. Also kann man einfach mal so irgendeine Spaßfahrt machen. Ich bin mal gespannt, was noch als Szenario vom Workshop so mit dazukommt. Es gibt auch eine Akkulok und die BR423, glaube ich, kann man auch noch fahren. Ich habe jetzt Szenarien, ist aber alles nur mit dem DT5. Eventuell mache ich dann noch mal eine zweite Fahrt. Aber vielleicht mit der Batterielok irgendwie im Depot oder so rumdüsen. Oh, da hat es ein Gefälle, kurz vor der Einfahrt. .37:00, Türen auf. Ja, und falls jemand die U1 in Hamburg persönlich ganz gut kennt, würde ich mal um einen Kommentar freuen, um zu wissen, wie authentisch das eigentlich ist und wie hoch der Wiedererkennungswert ist. Oh, da kommt ein bisschen was zusammen hier. Müssen wir gleich mal schauen, was das hier ist. Das erste Mal die Frames immer ein bisschen nach unten gegangen. Oh, da werde ich mir jetzt verbremsen. Ah, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Okay, wir gehen mal kurz in die Außenkamera und machen mal kurz Pause. Ich will mir mal ganz kurz ansehen, was das hier hinten hat. U1 Großhansdorf, der fährt dahin, wo wir gestartet sind. Nordstedt Mitte einmal hier. Der fährt dann da rechts vermutlich nach oben und das ist einfach nur Abstellung hier, oder? Nö, da geht's auch irgendwo hin. Okay. Mal, jetzt kann ich nicht in den Streckenplan reingucken. So, jetzt. Hallo? Das mal wie? Ah, Tatsache, da hat's hier. Also, wir sind. Von wo sind wir jetzt kommen? Ah, wir sind da von der rechts gegangen. Dann hat es hier also so ein Abspalt. Alles klar. Und dann fahren wir hier so runter, Hamburg rein und da wieder rauf. Okay. Cool. Mensch, warum kann man das in der Pause nicht bedienen? So dämlich. Ah, könnte auch wieder Spielgrafik hier sein. Ich bin mir nicht sicher. Vermutlich Spielgrafik.
So, wir dürfen eigentlich wieder fahren. Sechzig hier. Nächster Halt, Meilendorfer Weg. Dort sind noch ein, zwei Abstellungen. Ich glaube, ich werde mal die Transparenz da unten mal ein bisschen höher machen. Was machen wir? Machen wir es so. Neununddreißig, zwanzig Türen auf. Ja, aber eine kleine gemütliche Station hier. Ich denke mal, das ist Spielgrafik. Das sieht wie so eine Person aus dem Spiel. Und spätestens in der Innenstadt dann, wenn da dann keine Leute stehen, dann glaube ich, ist es definitiv Spiel. Sollte es ja doch ein paar Leute hier in echt haben. Bei der U1 auch Zugdurchläufe gibt, die nicht an allen Stationen halten. Also so Express quasi. Da wieder nach unten. Türen auf um 41:35. Ist echt stressig, der Fahrplan. Da wieder Abstellung hier. Oh, kommt gerade ein Kollege rein. Ja, ein bisschen Hamburger Werbung hier. Schön mehrfach überklebt, so wie man es kennt. Ach Mann, nichts kann ich mir angucken. Nächster Halt, Oldenfelde.
Das ist aber ein langes Absteiggleis hier. Was ich mich gerade frage, ist, hat eigentlich die Hochbahn beim Bremsen eigentlich auch eine Rückgewinnung oder verpufft es? Das wäre mal interessant zu wissen. Wenn es jemand weiß, bitte gerne in die Kommentare reinschreiben, ob die da Energierückgewinnung machen. Ja, da habe ich mich jetzt verbremst. Nicht so geil. Hat keiner gemerkt. Ja. Geht sogar noch. Könnten hier noch aussteigen. Ansonsten, was haben wir hier Schönes? Unterführung ins... Okay, da geht's ins Nix. Ah, jetzt sehe ich gerade, da haben wir auch noch eine Störungsanzeige. Okay. Nächster Halt, Farmsen. Oh, da haben wir eine kleine Abstellung hier. Steht sogar ein bisschen was rum. Hey, vielleicht sehen wir sogar die Akkulok irgendwo rumstehen. Jetzt wäre es ja. Oh, was? Ah doch, okay. Ich dachte, da wäre jetzt gerade kein Puffer. Generell, oh, das Depot müssen wir uns anschauen. Das will ich sehen. Und noch mehr hier. Das ist jetzt ein bisschen zu schnell hier rein. Aber giftige Bremsen, muss ich schon sagen. Über 40, 35 hätten wir die Türen aufmachen sollen. Ah, wieder ein bisschen verbremst. Okay, wir gehen mal in die freie Kamera und machen mal ganz kurz Pause. Ich möchte mir das ansehen. So... Ja, doch, größere Abstellung hier. Da hat es ein bisschen Platz. Das sieht nach Stellberg aus, wie hier. Interessant. Haben wir hier drin irgendwas Spezielles? Nö. Aber sieht so aus, als könnte man hier wirklich effektiv reinfahren. Und ansonsten hier auch nochmal so die Abstellung. Ja, cool. Mal gucken, wenn man dann ein Szenario hat, wo man dann hier irgendwie was machen muss. Rein und rausfahren. Hä? Was bist du? Sollst du eine Waschstraße sein? Ich glaube ja. Ja, ja, doch, da. Da ist die Waschstraße. Cool. Was haben wir hier? Abstellgleis, ein einzelnes. Ja, das war's schon. Abdinne geht dann hier draußen rum. Alles klärchen. Ja dann. Nehmen wir die Pause mal wieder raus. Gehen wir hier rein. Ich glaube, ich möchte mal hier drin sitzen beim Losfahren. Das ist jetzt der letzte Zug. Ah, der Wagen. Wieder vorn rein. Wieder was sehen. Nächster Halt, Trabrennbahn. Trabrennbahn.
Klingt spannend. Da hat man aber viel Platz gelassen hier da. Siebenundvierzig, 35 wäre es nach Plan gewesen. Wenn du halt einmal die Verspätung drin hast, kriegst du schwer hier wieder raus. So, Trabrennbahn. Wo? Sieht man die? Nö, aber die wäre vermutlich hier irgendwo. Okay, sie haben es nicht wirklich weit ausdetailliert. Ist aber auch nicht so schlimm. Dafür die Performance dann wieder besser. Solange es hier schön aussieht. Und in der Ansicht hier. Nächster Halt, Wandsbek, Gartenstadt. Übergang zur U3. Nett. Hey, mal ein bisschen fahren. 1,7 Kilometer. Oh, und dann ist 70 angesagt. Können wir dann hier gerade umstellen. Siebkeimer ist vermutlich dann fürs Depot. Dann werden die Abschnitte aber echt kurz hier. Gas geben und gerade schon wieder bremsen. Ah, wieder eine kleine Abstellung hier. Fünfzehn sollten die Türen aufgehen. Ah, bisschen zu früh. Alles okay. So, dann stellen wir hier schon mal 70 ein. Der Draht da, der ist doch für das Video, oder? Was Großhans Dorf, glaube ich, soll das hier heißen. Oh, die Werbung ist sogar unterschiedlich. Les 107 DTTS, alles klar. Montag 14.03. 21 Uhr, Bastard. Okay. Oh, die U3. Andere Hochbahn. Schlump. Das ist echt ein Halt. Ah, cool. Schlump. Weil an die Schlümpfe denken. Nice. Oh,
Jahr länger da halt hier. Wollen wir vielleicht dann zeitgleich wegfahren? Warte mal, die Haltestelle alle abtickt. Ja. Die Tür geht da instant zu. Oh geil, da war es gerade mehrfach Einfahrt. Mann, das hätte ich jetzt gerne gesehen. U-Bahn Frankfurt könnte man eigentlich auch mal fahren. Haben sie auch sehr gut umgesetzt. Und mehrmals schon überarbeitet. Ich glaube, jetzt wird es dunkel. Ich glaube, 15 Stationen, glaube ich, sind es, die unterirdisch sind. Oh, ich glaube, da war gerade irgendwas Furry-likes. Müssen wir gleich nochmal anschauen. Blau. Was macht es? Es leuchtet blau. So, wo ist jetzt eine Werbung da hinten? Da! Oh. Aerofuchs.de. Ist das tatsächlich eine echte Homepage? Aerofuchs? Muss ich später mal ausprobieren. Hier, persönlicher Steuerberater. Okay. Aber schön, dass man hier auch Stationsgeräusche hat. Und Abfahrt. Das ist eigentlich ein spezieller Grund, warum das hier aber so blau ist. Bin also voll kein Experte. Oh, auch. Oder ist es da Anzeige, wo hier nur. Ah, wo hier Notausgang ist, oder? ...3:50, 35, ja, wir sind zu spät. Und ich glaube, ich bin zu schnell. Ja, ich habe nicht die ganze Bremstechnik. Und immer so durchgehendes. Ob sich die Hochbahn mal überlegt hat, ATC einzuführen? Oder haben sie vielleicht sogar schon auf einer Linie? So wie in Glasgow. Da war jetzt beinahe zu früh weggefahren. So. Leuchtung ist an, ja, auch hier drin. So, ja, passt. Ah, ich freue mich schon so auf den Hochbahnpart. Ich glaube, die Bremsen hier schon recht spritzig, weil die Ankündigungen für die Geschwindigkeitswechsel sind in einem sehr kurzen Abstand zu dem, wann es dann effektiv in Kraft tritt. Um 6:50 Uhr hätte ich hier sein müssen. Bin schon eine Minute zu spät. Interessantes Design.
Wäre jetzt nicht meine erste Wahl als Wanddeko. Interessante Außenansicht. Okay, ich glaube, das sollte man hier vielleicht lassen. Aber doch, das mit den Türen will ich mir mal ganz kurz anschauen. Da gehen sie sauber zu, aber bei der Innenansicht springen die zu. Das ist leider schade. Musst du dich eigentlich anpassen, wenn ich jetzt weg bin? Oh ja, Tatsache. Cool, fährt sofort. Das ist jetzt gerade weggegangen. So. Sollte mal aufpassen aufs Fahren hier. Ah, schon wieder der Fuchs. Süß. Ja, und so allgemein, ich habe die Kritik bzw. die Anregung bekommen, dass ich doch, wenn ich mir Strecken anschaue, dass ich doch komplett abfahre und nicht irgendwie in der Mitte drin aufhöre. Nehme ich mal zu Herzen. Schade, dass ich es wirklich mache. Schade, dass ich auch wirklich die ganze Strecke kommentiert mache. Beziehungsweise, wenn es eine sehr lange Strecke sein wird, werde ich vermutlich mit dem Livestream kombinieren. Also, teilweise sind halt die Fahrten dann recht lange. Oder ich mache so einen Ramic-Schnitt draus. Mal gucken. Aber schade, dass ich euch dann immer die ganze Strecke zeige. So wie jetzt hier. Einmal komplett abfahren. Nächster Halt. ...58, 42. Holy shit. Ganz schön zu spät. Oh, coole Wanddeko. Ah, das war ein bisschen zu früh. Na egal. Boah, die hat auch ein geiles Vorgeräusch. Gerade wenn sie anhält. Hat die gerade einen Kaffeebecher in der Hand gehabt? Wartenau, Bahnsteig 2. Nächster Halt, Wartenau. Also ich behaupte mal, ich fahre jetzt nicht ganz so schlecht, aber puh. Für U-Bahn fahren, zu schlecht. Das sieht auch geil aus. Sieht cool aus mit dem Rot. Aber die Stationsbeschriftung geht ein bisschen unter. Ja, das war jetzt eine harte Bremsung. Bitte hier nicht rauchen. Und trotzdem tun es sonst die Leute. Und dann schaut wieder alles furchtbar aus da unten und stinkt. Okay. Ich glaube, manchmal backt die Tür so ein bisschen.
Naja, tut's mir immer noch abticken. Den idealen Bremspunkt habe ich einfach noch nicht gefunden. Ich muss definitiv schneller bremsen. Schneller reinfahren und härter bremsen, irgendwie so. Da, zwei nach. Das ist drei nach. Fast vier nach. Wird immer höher, die Verspätung. So, macht's mal Gas da. Okay. Oh, und dann geht's mit 60 weiter. Noch langsamer. Oh, und dann ist schon der Hauptbahnhof da. So, ich versuche das mal mit aggressiveren Bremsen jetzt. Ist zwar ein bisschen ungeil für die Fahrgäste. Oh, ich glaube, das wird nichts. Hundertprozent Bremsen ist garantiert falsch. Oh, es hat besser geklappt, als ich dachte. Ah, da sind die Türen jetzt gar nicht aufgegangen, weil ich vielen vermutlich zu weit gefahren bin. Ja. Hauptbahnhof Süd. Da werde ich dann mal kurz rausgehen und so schauen, ob man irgendwas von dem Bahnhof sieht. So, und ab jetzt 60. Schönes Kurvengeräusch. Ja, so muss einfach jedes Add-on eigentlich sein für TS Classic. Oder für Train Sim World. Wo man nicht Alpha-Tester spielen muss. Ich meine, zum Beispiel das letzte Strecken DLC für Transit World mit der BR110 und dem Karlsruher Kopf war ja voll verpackt, als es rausgekommen ist. Ich meine, Qualitätskontrolle nicht vorhanden bei DuffTale Games. Und dann später mit Patches dann irgendwie reparieren. Das ist echt furchtbar. Habt's auch Geld machen. So, Hauptbahnhof. Ja. Cooler Hauptbahnhof. Sieht man viel. Oh, da gibt es die Karte nochmal in groß. Moment mal. Kurz Pause machen. Kann man das lesen? Naja, nicht wirklich. Was ist das? Ist das Blaue hier eine Zone? Kann ich einfach viel zu wenig. Pass wieder raus. Hamburg Süd. Mitten ins Nirgendwo. Ihre neue Arbeit, unser nächster Erfolg. Headhunter.de. Naja.
50. Achso, na, da ist ein Ende. Ne, Moment. Hier sagt er mir 60 und du sagst 50. Da wäre ich nicht ganz richtig hier. Wann wäre jetzt hier die geplante Abfahrtszeit? 13.06 Uhr. Holy shit. Viel zu spät. 13.05, 13.06. Aber trotzdem abgetickt. Kommt die 60. Nächster Halt, Steinstraße. Oh wow, das ist ja wirklich einmal nur um die Kurve. Was war denn das jetzt, vielleicht 500 Meter? Wenn ich im Ingame die Tür nicht aufmache, dann könnte ich früher losfahren. Okay, da hat die ersten Tür nicht aufgemacht. U1, Großhansdorf, Ohlstedt. Och, Menno, ich will mal wieder nach draußen. Oh, das ist basic. Irgendwie so Ägypten-Vibes. Ja, sind schon cool gestaltet. Halten wir. Auf jeden Fall nicht langweilig. So, dann stellen wir hier mal 50 ein. Ja, mach, danke. Wieso steht es da mit scharfen S und da mit Doppel S? Miesberg. Eigentlich nur schön, wenn ich mal den Display da ein bisschen dimmen kann. Jungfernsteg! Nice! Da ist es ja Neues. Ich hab das ganz anders in Erinnerung. Schaut so ein bisschen trist hier aus. Über 2 Minuten Verspätung. Sind doch diese Infotainment-Displays da, oder nicht? Ja, genau, Infoscreen. Sieht man oben was? Ach, Mann. So schaut.
Ja, ist nach wie vor 50. Aber da vorne dürfen wir dann wieder 70 fahren. Ja, 60? Aber wir dürfen jetzt schon wieder 60 fahren? Nächster Halt, Stephansplatz. Übergang zum Regional- und Fernverkehr, zum Kongresszentrum sowie zum Messegelände Eingang Ost. Next stop, Stephansplatz. Please exit here for regional and long distance trains, as well as Congress Center and Exhibition Halls, entrance east. Ja, aber sei ein bisschen flott. Noch mehr Infotainment. Aber damit machst du halt so historische Wanddekorationen ein bisschen kaputt, wenn du so ein Infotainment-Display da reinschmeißt. Sieht so aus, als hätten sie das Original fotografiert und dann hier jetzt Textur eingeführt. Weil es ein bisschen unscharf ist. Und das Schöne ist, dass die Tunnel hier nicht komplett dunkel sind, sondern dass man tatsächlich immer ein bisschen was sieht. Nächster Halt, Hallerstraße. Ich frage mich wirklich, wann es wieder rausgeht. Dürfte ja echt nicht mehr so sehr lange dauern. Kennt ihr noch die Spiele, die Spielerei World of Subways? Das war ja eine geile Spielerei und die hat ja damals schon richtig gut ausgeschaut. Ich meine, teilweise heute auch noch gut aus. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass da nicht was kommen ist. Also hat da nicht einfach mal aufgehört. Hat immer Spaß gemacht, da rumzufahren und auch umzugehen. Das war so quasi eine sehr frühe Version von Train Sim World. Aber es ist so ähnlich. Ich eigentlich mal spaßeshalber mal anschmeißen und mal wieder fahren. Weißt du, die New York-Variante? Den alten Wagen. Was so richtig schön scheppert. Ja, ist der Kollege hier. Cap liked. So, das sind jetzt aber wir. Wollen wir jetzt langsam 50, 40, 70. Klosterstern. Interessantes Design hier von der Station. Und da ein bisschen arg bremst jetzt hier. Alles klar.
Na gut, liebe Leute, es gibt mal ganz kurzen Cut für euch. Es geht sofort wieder weiter. So, Chaos Bravura ist wieder da, ja. Passt eigentlich. Ich würde eigentlich Chaosfahrer sagen, aber Chaos Bravura passt auch. Mein Kollege. So, zu den Türen. Na, ich glaube, ich lasse die Beschränkung jetzt mal auf 70 drin und mache das selber mit 40. Nächster Halt, Kellinghusenstraße. Übergang zur U3. Ja, enge Kurve hier. Oder hat man jetzt ganz leicht Gespräche gehört? Yeah, wir sind wieder draußen. Oh, was ist das da? Hochbahntrasse. Cool, da mit dem Holz. Okay, da vorne. Was, 40? Kommt aber spät hier. Einzeln. Schön hinter der Linie bleiben hier. Okay, schauen wir uns mal kurz um. Halt, falsche Kamera. Das sieht cool aus. Schön gemacht. Wirklich schön. Und da hinten ist ja eine Strecke. Ah, da kommt sogar einer her. Ah. Okay, ich glaube, das sollte man gar nicht sehen. Naja. Was bist denn du für eine Linie? Die U3. Barmbek. Da stand da jetzt gerade Vorsicht. Vorsicht, Zug kommt. Ach so, falls man hier entlang geht, alles klar. Tut es nach wie vor abticken. Bin noch nicht krass zu spät für ihn. Komm, lass mich fahren. Ja, ist die Tür wirklich nicht offen? Ja, Tatsache. Oh, Doppel-Einfahrt. Nice. Ah ja, wieder 80 einstellen. Ah, ich dachte, wir fahren ja irgendwie bei der Schifffahrt und so vorbei. Naja. Ja, ist die Frage, welche U-Bahn-Linie ist das, was da beim König der Löwen-Musical und so vorbeidüst? Sehr gut. Um 19. Es wird immer schlimmer. Kann ich Türschlüssen eigentlich auch erzwingen? Nee, ne. Einsteigen bitte. Macht schneller da hinten. Zu.
Nächster Halt, Lattenkamp. Da haben sie alle ein... Nee. Macht gerade keinen Sinn, was ich sagen wollte. Oh, cool. Hamburger Busse. Kenne ich noch von OMSI. Ah, auch so ein Spiel, was ich mal wieder ausgraben sollte. Das ist Ewigkeiten nicht mal angefasst. Moin, Kollege. Da mal ein bisschen umschauen hier. Ja, interessant. Hat ein bisschen unschön aus, aber man wird es eh nicht sehen von hier. Das sind normale Bahn, so wie es aussieht. Dann auch mal ganz kurz ansehen. Wäre ja noch cool, wenn hier ein bisschen was hin und her fahren würde. So, Türen auf. Dann gehen wir in die freie Ansicht. Oh, ist eingleisig hier. Und die S-Bahn oder so. Du bist ja auch mal ein interessantes Gebäude. Und du erst. Okay. Ja, ein Fußballfeld hat's hier. So gar nicht mein Sport. Oh, das wird man sich sogar sehen, wenn sie hier fahren würde. Das finde ich jetzt von der Bremsung gar nicht mal so schlecht. Muss jetzt noch öfter hinkriegen, dann kriege ich vielleicht ein paar Minuten, eher Sekunden raus. Muss mal Kaffee trinken. Das ist jetzt seit knapp einer Woche das erste Mal, dass ich heute wieder einen Kaffee trinke. Ich war irgendwie so voll auf Tee. Keine Ahnung wieso. Einfach mal angefangen, Schwarztee trinken. Hat mir so gut geschmeckt und dann Gott sei Dank Tee trinken gewesen. Übergang zur S1. Anschluss in Richtung Hamburg Airport. Next stop, Ohlsdorf. Change here for Hamburg Airport. Flight Simulator, lässt grüßen.
Und auch da muss ich mal wieder was machen. Unbedingt mit der DC-3 und den anderen neuen Flugzeugen. Ja, mal schauen. Vielleicht am Wochenende. Mal wieder ein paar Flight-Sim-Videos raushauen. Oh, da steht ja sogar was von der Deutschen Bahn. Nice. Das werden wir uns gleich mal ansehen. Und es hat hier sogar den Anschluss zur Deutschen Bahn. So, vermutlich so ein bisschen, Zubringer, wenn dann irgendwas angeliefert wird. S1 Wedel. Ja, Tatsache, ist hier der Anschluss. Lass mal ganz kurz Pause machen. Ich will mir das hier schnell anschauen. Ah, Stellwerk. Instandhaltungswerk S-Bahn Hamburg. Die glitschen da so ein bisschen durch das Tor durch. Okay. Interessant. Groß hier. Coole Sache. Hier noch ein bisschen leicht angedeutet. Cool. Cool, cool. Was hat's denn hier drinnen? Okay, cool. Ja, kann man auch machen. Wenn jetzt hier angedeutet ist. Sitzt da einer drin? Ja, Tatsache. Und dann geht es dann hier hinten weiter, so semi-parallel. Und da die Abstellung. Interessant. Coole Sache. Ja, passt. Tun wir mal die Pause wieder entfernen. Das ist natürlich cool, wenn du auch wegfährst. So, Abfahrt. Naja, zumindest ist ein Fahrgeräusch, Standgeräusch. Und da trennt sich wieder der Weg mit der S-Bahn. Und es hat hier den Anzeiger für 3 Wagen, sprich eigentlich nur eine Garnitur von denen. Man fährt die U-Bahn Hamburg nur mit einer einzigen Garnitur. Also 3-Teiler. So ganz in der Früh oder ganz spät am Abend. Wurde hier in der Früh. Und am wenigsten los ist. Der Sound geht, obwohl er dann hier schon zugemacht hat. Nein. Eventuell müssen wir jetzt die Ansage dann händisch korrigieren. Das habe ich aber noch nie gemacht.
Wo war das? Fiss, oder? Zulzig-Anzeigen, Stationen. Fuhlsbrückel, ja. Das ist falsch. Kommt doch mal Fuhlsbrückel Nord. Er hat das aber nur einmal drin. Ich glaube, jetzt habe ich schon einen Berg gefunden. Was sagt jetzt das nächste an? Nächster Halt, Fuhlsbüttel. Okay. Schräg. Vermutlich wird Deutschland doch pünktlich. Darf ich nicht sagen, für die Deutsche Bahn pünktlich, weil ist ja nicht die Deutsche Bahn hier. Ich will jetzt der Hochbahn nicht unterstellen, dass sie zu spät fährt. Aber könnt ihr mal gerne mal sagen, wie pünktlich die Hochbahn normalerweise ist. Kann man auch nichts machen. Zugfunk, Ila. Bombardier. Ja. Und? Sagst du jetzt Langenhorn an? Nächster Halt. Fuhlsbüttel Nord. Nee, das ist falsch. Was werden hier Langenhorn? Schilder, KB. Station. Ich werde einfach mal eine Haltestelle auslassen. Da hat man ein Flugzeug. Auch geil. Aber das haben sie sogar in der Produktbeschreibung drin. Also explizit drin, dass sie da ein Flugzeug modelliert haben, was dann hier rumfliegt. Fußbügel. Das ist eher nach ab. Ich habe das jetzt mal eins nach unten gemacht. Oder wäre es das da? Schauen, ob es das jetzt stimmt. Wie jetzt? Sag's jetzt nichts mehr. Einsteigen bitte. Das ist aber uncool.
Es wäre jetzt wirklich schade, wenn die Ansagen nicht mehr gehen. Einsteigen bitte. So, übernehmen. Da kann ich auch nichts klicken. Sonderansagen habe ich auch keine. Na, mal schauen. Ja, geil, das passt wieder. Ja, ein bisschen Panoramashot. Muss auch mal wieder sein. Oh, verlassenes Gleis hier rechts. Sowas finde ich immer geil, wenn es in der Strecke irgendwo verbaut ist. Kann man sich dann selber immer überlegen, was da mal wohl gewesen ist. Sehr gut. Ja, mal ganz kurz raus. Naja. Vermutlich mal irgendwie von der Hochbahn genutzt worden. Ist dann die Frage, wie weit es dann noch geht. Ja, schade, dass es nicht die U-Bahn-Strecke ist, die so mitten durch die Großstadt geht. Oder zumindest die Strecke, wo man dann was sieht von der Großstadt. Aber es ist trotzdem eine schöne Strecke, gefällt mir wirklich sehr gut. Und bis jetzt muss ich sagen, passt es da mit die $40 oder 41, 95er bis hin. Braucht jetzt nur noch ein paar spannende Szenarios hier drauf. Aber mit Sondereinsätzen und so. Ja, nächste größere Abstellung. Wunderbar, dann wären wir hier schon mal da. Die Treppe da geht ins gar nichts. Hochbahnbus? Wohin fährst du? Kann man nicht lesen, einfach nur Hochbahn. Ah, jetzt überhaupt einen kleinen Busbahnhof hier. Schön, schön, schön. Wir müssen wieder düsen. Garstedt 2, also Bahnsteig 2. Nächster Halt, Garstedt.
Bell ich mal das ein oder haben wir ein bisschen Zeit sogar gewonnen? Abticken, tu das noch, ja, sehr gut. Ich bin aber gleich wie vorher. Und jetzt wieder unterirdisch. Okay. Hat jetzt eigentlich so den Eindruck gemacht, dass wir hier ein bisschen im Ländlichen sind. Das war knapp. Naja, gerade noch so. Aber das war ein bisschen fester bremsen. Fand die bestimmt nicht so toll. Schauen wir mal kurz nach draußen. Ich glaube, davon gestern schon wieder nach draußen. Nächster Halt, Richtweg. Oh, steht. Oh, was zum. Moment. Was war das denn jetzt da gerade? War das gerade irgendwas Historisches? Ich will das nochmal sehen. Was bist denn du für ein Wagen? Bist du jetzt irgendwie als Mannschaftswagen oder so eingesetzt? Bist du eine ganze Komposition hier? Na, ist relativ kurz. Was ist das da für ein Wagen? Und gibt es denn da wirklich an der Stelle noch? Oh, mit dem würde ich halt schon gern rumfahren. Das, ich stehe so ein bisschen auf das ältere Zeugs. Coole Sache. Und da nehmen wir uns auch schon unseren Terminus. Aber war eine coole Fahrt, schöne Strecke. Fahre ich gern nochmal. Ein bisschen UK-Style. Oh, und hier hat es vermutlich Steinschlagproblem von Leuten. Ich werde mal täuschen, aber sieht so ein bisschen aus, dass da Leute Sachen runterwerfen und man deswegen hier das Gitter dahin gemacht hat. Ziemlich sicher sogar deswegen. Ist halt leider so ein kleines Problem, dass Leute das geil finden, Steine und sonstige Sachen auf Züge runterzuschmeißen. Ja. Also die Verspätung ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. Könnte schlimmer sein. Jetzt, dass ich das allererste Mal fahre.
Oh, da geht's nochmal nach innen, oder wie? Anna, Unterführung. Oder? Naja, doch tief. Steht da. Da steht eine U-Bahn. Ah, okay. Sehr gut. Ja, ist doch hier draußen. Vier Gleise. So, und bevor sich das Szenario hier gleich von selbst verabschiedet, will ich hier nochmal ganz was schauen. Was haben wir dann hier hinten? Ein recht lang. Hallo? Ist hier Dead End? Ich glaube, da wird es noch weitergehen hier hinten. Das ist jetzt nur für die U1 hier ein Ende. Mit dir würde ich auch gern fahren. Hätte ich gern zur Auswahl. Was wäre denn das für eine Linie dann hier? Halt. A2, Ulzburg Süd. Okay. A2, schräg. Also, okay. Könnte es also nicht mehr zur Hochbahn oder wie? Puh. Wenn jemand weiß, was das für eine Linie ist, gerne sagen. Aber so grundsätzlich muss ich sagen, ja, macht Spaß, hier zu fahren. Schöne Strecke, schön ausdetailliert, keine größeren Bugs. Ich meine, hier hat er die eine Station nicht hinkriegt und jetzt sehe ich gerade nicht das Detail. Bitte nicht einsteigen, jetzt wo wir hier angekommen sind. Coole Sache. Und ja, mal schauen. Wenn es mal hier so ein bisschen Action-Szenario gibt, wo man irgendwie was abschleppen muss oder sonstiges, würde ich mich immer freuen, dann werde ich es vielleicht nochmal spielen. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Abenteuer und wir schauen uns noch die Einfahrt da von dem Triebwagen her an. Bis denn dann. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.